Abgefahren. Wie gut seid ihr drauf? Da kann ich direkt mal fragen, okay, wer hat geböllert? Ganz ehrlich, wer hat dieses Jahr geböllert? Hand hoch oder was davon noch übrig geblieben ist? Ich muss, ja, da gibt's jemanden. Ja, natürlich, ist, kann man noch drüber reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch viel geböllert. Also als Kind vor allen Dingen. Ne? Also es macht schon Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ja eigentlich gemacht für Kinder, oder? Es ist Sprengstoff für Kinder eigentlich. Das muss man schon sagen, doch. Das ist ja wirklich so ein Böller, das ist so eine Bambini-Handgranate, finde ich. Das macht einfach Spaß. Ich habe viel ausprobiert als Kind mit Böllern. Ja, also ich durfte es nicht kaufen, hat Papa gesagt, hier hast es. Ne? Und gesagt, aber nicht auf Menschen. Nicht auf Menschen, habe ich auch nicht gemacht. Aber ich habe mich gefragt, kann man das in so eine Flasche stecken? Das geht wohl, ja. Geht so ein Böller auch im Briefkasten? Das geht, ja. Kann man den in den Hausflur werfen? Yep. Seitdem weiß ich, was das Wort Resonanzkörper heißt. Fantastisch, da habe ich das erste Mal verstanden. Ich habe richtig viel geböllert. Mit 16 hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Also als ich das erste Mal wirklich legal mir Böller kaufen konnte, hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Ja, aber jetzt gab es ja richtig, jetzt gab es ja große Diskussionen. Soll man das, ne? Weil so Idioten haben so das auf Krankenwägen geworfen oder auf Rettungswägen, habt ihr ja alle mitbekommen. Und dann gab es ganz groß, da gab es Diskussionen, ne? Große Verwunderung, ne? Waren die Leute überrascht. Naja, Mensch, da ist ja wirklich so 2 Jahre Lockdown und dann geben wir den Leuten da einfach so 3 Tonnen Sprengstoff und 100 Liter Wodka und dann das. Ne? Also da denkt man, da kennt man einen Menschen. Ne? Dann waren das auch noch so verantwortungsvolle junge Männer im Alter von 14 bis 20. Das sind ja gerade die, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, wir machen heute mal ein bisschen ruhiger. Und dann das. Ja, also große Diskussion dann wieder, alle Jahre wieder. Große Diskussion, sollen Böller verboten werden? Schwierige Frage, finde ich. Ne? Ganz schwierige Frage. Da muss man Pro und Contra abwägen, finde ich. Also klar, das ist so schlecht für Tiere natürlich. Ne? Also wegen der Lärmbelastung, ist es schlecht für Menschen, weil oft was da weggesprengt wird. Das ist, man zündet buchstäblich Geld an. Das ist eine krasse Feinstaubbelastung. Ne? Aber auf der anderen Seite. So ein Superböller B2, ne? In so eine Kapuze geworfen. Danach kannst du dich wieder spüren. Macht schon Spaß. Nee, ist eine schwierige Sache. Ist eine ganz schwierige Sache. Also, nee, natürlich nicht. Ne? Also muss man, oder muss man ehrlicherweise sagen, natürlich muss man es verbieten. Natürlich muss man es verbieten. Ja, also, so, und ich merke jetzt schon, wie uncool ich gerade in euren Augen werde. Ne? Oder man wird sofort uncool, habe ich so das Gefühl. Wenn man so ein Böllerverbot, ich will nicht so ein Verbieter sein irgendwie. Ich hab null Bock drauf. Ich werde sofort jemand, der so auf einer Silvesterparty sagt, ist ja nur ein Datum. Und dann denkt man drüber nach. Ne? Also ihr feiert ja eigentlich den gregorianischen Kalender. Ne? Finde ich schwierig, so grundlos auszurasten. Ne? So einfach so grundlos was zu feiern, finde ich komisch. Ne? Außerdem der heilige St. Gregorius, der war ein schwieriger Typ. Der hat ja in jungen Jahren Meerschweinchen gequält. Habe ich mal bei einer Doku gesehen. Auf Dreisat. Der wird man dann. Na, und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Regierung das einzig und allein deswegen nicht verboten hat zu böllern, weil sie sich gedacht hat, ja gut, aber dann gelten wir als uncool. Wir wollen nicht uncool rüberkommen. Wir wollen nicht so Verbieter sein. Na, und da muss man wirklich sagen, also wenn es der Regierung darum geht, dass sie Angst davor hat, uncool zu sein, muss man sagen, der Zug ist ja längst abgefahren. Also ich sehe ja nicht Olaf Scholz und denke mir, mit dem teile ich mir auf der Fusion ein Zelt. Wenn ich Olaf Scholz sehe, denke ich so, oh krass, sollte man wieder Zahnseide benutzen. Oder wenn man Olaf Scholz sieht, man kriegt sofort ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich Olaf Scholz sehe, sehe ich sofort so, oh, ich könnte mal wieder mehr Vitamine essen. Oder? Olaf Scholz wirkt so korrekt irgendwie. Der wirkt so wie jemand, der ruft auch Vodafone zurück. Hallo, Sie wollten mit mir über die neuen Tarife reden, nehme ich an. Ja, ich habe mich da schon mal ein bisschen eingelesen. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich der Tarif XL mit World Free. Hm? Das kennen Sie gar nicht? Kann ich Ihnen gerne zuschicken. Und wann hätten Sie denn Zeit nochmal für einen Anruf? Das, so wirkt Olaf Scholz auf mich. Ja, so, und da muss man wirklich sagen, nee, der Zug ist abgefahren. Das ist aber so, aber...
CDU. CDU war natürlich super dafür. Also, ne, also hat gesagt, Böllern, das ist wichtig, das ist lebenswichtig, das ist eine lebenserhaltende Maßnahme. Das macht Spaß. Und jetzt war die CDU, hatte jetzt ein ganz großes Problem, weil sie musste jetzt dafür sein, weil sie wusste, okay, viele Wählerinnen und Wähler, die wollen Böllern, haben die angenommen. Ja? Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir müssen für Böllern sein. Und jetzt musst du dir also gute Gründe überlegen, warum du für Böllern bist. Ne? Und so, und dann haben die halt alle mal probiert. Und dann gab es hier den Chef der CDU, Berlin. Hier in Berlin gab es den Chef der CDU, der hat gesagt, also klar, die haben da mit Böllern auf Krankenwagen geworfen, aber die haben ja auch mit Feuerlöschern auf Krankenwagen geworfen. Ne, wir verbieten ja auch keine Feuerlöscher. Wow! Das ist so dumm! Ich habe Gänsehaut von innen. Wie schön ist das? Das ist auch so ein Ding, das hört man erst und dann denkt man für eine ganz kurze Millisekunde, das ist echt klug. Oder für so eine Millisekunde denkt man, gar nicht so, nee, gar nichts. Nee, doch nicht, oder? Das ist so wie wenn so zwei Leute so im Kreis laufen, so zwei Sprinter und einer läuft rückwärts. Ne, und für einen kurzen Moment sieht es so aus, als würde der rückwärts laufen, hätte den anderen überrundet. Danke. So, und dann hat die CDU gesagt, ja gut, so kann man es nicht machen. Und dann hat sie festgestellt, ach krass, das waren Ausländer. Oh, das waren Ausländer. Mmh. Oh, fantastisch, da können wir so ein bisschen rassistisch sein und für Böller. Oh. Natürlich, das ist ja fantastisch. Ne, weil dann kannst du ja sagen, so wenn du dann sagst, so, ja, also wir wollen Böller abschaffen, kannst du ja sagen, ja, jetzt nehmen die Ausländer uns auch noch die Böller weg. Wenn ich mir nachts um drei nicht die rechte Gehirnhälfte wegballern kann, dann ist das nicht mehr mein Deutschland. Ja, dann haben sie der CDU völlig zu Recht gesagt, seid ihr nicht ein bisschen rassistisch, sag mal. Dann haben sie gesagt, nee, wir machen uns einfach Sorgen um die Integration. Das ist der CDU wichtig, das wissen wir ja. Ja klar. Ne? Und dann kam raus, wer das war. Dann stellt sich heraus, Deutsche. Mehrheitlich Deutsche. Ne? Und dann hat die CDU gesagt, das kann doch nicht sein. Die sind doch hier so mit der Haut und so. Ne? Und dann hat sie gemerkt, ach so, das ist, weil wir die Leute, die seit 60 Jahren hier leben, immer noch Ausländer nennen. Ach deswegen, ja. Nee, das lassen wir so, ja. Das war super, oder? Das war richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ja, seid ihr bis zum Ende geblieben. Also es wird euch ja gefallen haben. Vertraut er mir jetzt, ne? Das ist gut. Das möchte ich jetzt direkt nutzen, euer Vertrauen. Abonniert das mal bitte hier. Das ist keine versteckten Kosten. Einfach abonnieren, gibt keine Zusatzkosten. Und dann wäre gut, wenn ihr das anguckt, das Video, und das dann auch. Das sind beides super Videos, die ich nicht kenne. Aber die sind bestimmt super. Da mal einen bitte draufklicken. Ne, weil es hat euch ja jetzt gerade gut gefallen. Und dann wäre es schön, wenn er da auch mal was zurückgibt. Danke.